Hoch, Katrin, damit du auch deinen Bildschirm gleich teilen kannst. So, Katrin, hörst du uns und siehst du uns? So, jetzt hier bin Jetzt ich. sehen wir dich auch. Wunderbar. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, genau, hallo zusammen. Ich will mich auch kurz vorstellen. Das ist die erste Session, die ich jetzt selber moderiere. Ich bin der Olli, Oliver Becht, bin weder Lehrer noch Wissenschaftler tatsächlich. Bin hier bei KISS über die Öffentlichkeitsarbeit reingeraten, habe diese ganzen SharePics, USW gemacht, die euch bestimmt über den Weg gelaufen sind. Und ja, bin aber hier in der Region, wo ich wohne, Frankfurt, auch in der Umweltbildungsszene aktiv und kenne daher auch die Referentin, die ich jetzt vorstellen darf. Katrin Konzelmann-Stigel leitet ein Projekt namens Faire Kita. Wir haben jetzt super viel über Schulen, verschiedenste Schulformen, verschiedenste Perspektiven geredet die letzten anderthalb Tage und freuen uns jetzt, nochmal eine Stufe auf der Altersleiter nach unten zu klettern mit dem angesprochenen Projekt, was die Katrin euch gleich selber vorstellen wird. Vorab zwei Hinweise, die meisten schon gehört haben werden. Ihr könnt jederzeit über das Frage- und Antwort-Tool, das findet ihr unten rechts bei diesen drei Punkten, Fragen stellen, die Katrin im Anschluss beantworten wird. Und ebenfalls im Anschluss, sofern das in Ordnung ist, dass es dann bei einem Recording, das wir anfertigen, auch zu sehen ist, könnt ihr euch melden über diese ausgestreckte winkende Hand unten in der Leiste. Dann nehmen wir euch auch dran und ihr könnt eure Kamera und euer Mikro einschalten. In diesem Sinne, Katrin, die Bühne ist dir. Stell dich gerne auch noch mal ausführlicher vor. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen, Katrin Konzelmann-Stingel. Es ist hier unten leider nicht richtig eingeblendet, weil ich von irgendwie scheinbar einem anderen Account mich dazugeschaltet habe. Ich vertrete hier und heute Rhein-Main-Fair. Das ist der Trägerverein und mit dem Verein die Faire Kita. Das ist sozusagen ein kompetenzorientiertes Projekt für Bildung in der frühkindlichen Ausrichtung. Und werde jetzt ein paar Folien zeigen, was die Faire Kita überhaupt ist, kann und leisten könnte. So, jetzt muss ich gucken, wie ich hier teile. Mal schauen, ob mir das gelingt. Das sollte jetzt. Genau, Moment. Im Notfall machen wir das. Ja, das sollte aber eigentlich klappen. Ich habe es ja hier schon offen. So, das muss ich freigeben. Nehme ich jetzt mal an. Entschuldigung. So, und zwar ist es das hier. Kann man das sehen? Ja, wir sehen's. Super. Sehr schön. Gut. So, die Faire Kita. Tatsächlich ein Projekt des Netzwerk Rhein-Main-Fair e.V. Das Netzwerk arbeitet regional in länderübergreifend Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordbayern, ist tatsächlich mit Faire Kita gefördert von Engagement Global und Mitteln von Brot für die Welt. Wir haben das Projekt seit 2019 bei uns in der Projektorganisation. Tatsächlich gibt es dieses Projekt aber schon länger. Das ist 2013 in Nordrhein-Westfalen entstanden, und zwar als Bildungsprojekt entwickelt von Eltern für Kitas, für Kita-Einrichtungen. Also es gab damals den Wunsch, dass Eltern gesagt haben, wir wollen qualitative Bildungsarbeit in den Kitas haben. Gibt es da eine Idee, wie man das umsetzen kann für die frühkindliche Bildung? Und dann wurde das von den Eltern initiiert, aber tatsächlich natürlich dann pädagogisch begleitet, umgesetzt und als Projekt entwickelt. So, das heißt, seit über 10 Jahren kann man sich zertifizieren lassen als Faire Kita. Seit 2016 sogar bundesweit. Und aktuell ist das Projekt deutschlandweit in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Thüringen und jetzt hier über unsere Projektstelle Hessen und Rheinland-Pfalz aktiv.
Bundesweit sind über 400 Kitas schon zur fairen Kita ausgezeichnet. In, hier in der Region Hessen und Rheinland-Pfalz sind das aktuell etwa 50 Einrichtungen, die sich zur fairen Kita auszeichnen ließen. Das ist jetzt hier nochmal so ein bisschen auf der Landkarte dargestellt, wo wir in unserer Projektregion aktiv sind. Also die Ausrichtung zwischen Kassel und Kandel verstärkt im Rhein-Main-Gebiet, da wo das Projekt natürlich auch, ich sag mal, aktiv, sehr viel aktiver beworben wird aufgrund der Angebote, die es hier gibt, hat das Projekt auch eine bessere Ausbreitung. Und das ist jetzt hier so ein bisschen auf dieser Landkarte dargestellt. Um was geht es denn? Also die faire Kita ist sozusagen ein Konzept des nachhaltigen Lebens und Handelns über die Kitas hinaus in die Gesellschaft hinein. Das ist natürlich Kompetenzorientierung und praktische Arbeit, die in den Kitas als handlungspraktisches Projekt etabliert ist, aber natürlich Strahlkraft darüber hinaus hat. Ne? Da geht es eben darum, dass nicht nur die Kinder, sondern auch die Erziehenden, die Hauswirtschaftskräfte, die Eltern, die Träger und der ganze Ort dieses Thema BNE so als gemeinsamen Schirm haben und dieses Konzept gemeinsam leben. Ne? Dabei geht es im Kern BNE fokussiert auf weltbewusste Bildungsarbeit, also das globale Lernen. Das ist sozusagen der Kern des Bildungsprojektes. Und da wird darüber hinaus natürlich sowohl das Bildungsprojekt betrachtet, aber auch das Projekt der Beschaffung. Ne? Das heißt also, welche Produkte haben wir in unserem Kita-Alltag? Welche Produkte kaufen wir ein? Wo kommt unser Kaffee her? Wo wächst die Schokolade? Wächst die Schokolade an Bäumen? Bananen, also Südfrüchte, Reis, also Produkte unseres täglichen Lebens, die wir auch in den Kitas beschaffen teilweise, die in die Bildungsarbeit hinein zu verankern und da auch die Wertschöpfungsketten kennenzulernen. Ne? Dabei geht es eben darum, wo kommen die Produkte her, mit denen wir tagtäglich zu tun haben? Und welche alternativen Handlungsmöglichkeiten haben wir, um hier eine nachhaltige Beschaffung vielleicht näher zu betrachten? Die faire Kita ist tatsächlich ein Bewusstseinsprojekt, ne? Ein Bildungsprojekt und ein Handlungsprojekt. Also die faire Kita steht tatsächlich auf drei Säulen. Und das ist auch das, was mit Handlungskompetenz von Beginn an, also in der frühkindlichen Bildung tatsächlich in der Kita hinein verankert sein sollte, damit eine faire Kita werden kann. Es ist faire Kitas kann man als solche auch auszeichnen und zertifizieren und das geschieht halt immer dann, wenn eben gesehen wird, dass eben diese Säulen in den Kita-Alltag hinein verankert sind. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist, wie wir wissen, auf jeden Fall ein Kompetenzprojekt. Ne? Da geht es tatsächlich um Kompetenzaufbau, um Kompetenzhandlungen, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, Sachkompetenz, also die Kompetenz, die man schon von Kind auf frühkindlich bilden kann und da eben in dieser Kompetenzorientierung handeln kann. Und das geschieht ja in vielen Kitas und dort wird eben dieses Bildung für nachhaltige Entwicklungskonzept angeknüpft und aufgesetzt in Bezug auf das globale Lernen. Also in Bezug darauf, dass eben diese Kompetenz über die Bildung für nachhaltige Entwicklung geschaffen werden soll. Dadurch, dass natürlich die Erziehenden, die Menschen, die in den Kitas arbeiten, direkt mit den Kindern zusammenkommen, tagtäglich zusammen sind, können diese Kompetenzen in der tagtäglichen Arbeit auch so beigebracht werden, diese klassischen intrinsischen Lernräume. Ne? Und da ist eben wichtig zu erkennen und aufzuspüren, dass man eben gemeinsam handeln kann, dass man eben Leitbilder gemeinsam entwickelt, anbetrachtet und reflektiert,
dass man sich nach außen öffnet, Weltoffenheit zeigt, ne, vorausschauend denkt und handelt, dass man Entscheidungsprozesse partizipativ auch gestaltet, kann man ja auch in der Kita schon sehr gut verankern, dass man selbstständig plant und handelt, ne, Empathie, Solidarität. Das sind diese Schlagworte, die tatsächlich in der BNE auch in der frühkindlichen Bildung verankert werden können und auch über die faire Kita nachweislich dann in den Einrichtungen gelebt werden. Ja, so eine andere sehr wichtige Säule über die Bildung hinaus ist natürlich, wir betrachten, die faire Kita betrachtet natürlich das ganze Projekt holistisch, das heißt also allumfassend mit dem, wo wir arbeiten, wie wir arbeiten, mit welchen Kompetenzen, aber dann natürlich auch übergreifend in den Handel hinein. Und da kommen wir dann ganz schnell in die Wertschöpfungsketten, ne? Was ist fairer Handel? Das Thema Fairness, das auch Kinder schon sehr schnell verstehen und wissen, wo was ist fair, was ist gerecht, das eben mitnehmen. Und da geht es natürlich darum, den fairen Handel auch Kita-Kindern und den Erziehenden, den Menschen, die in der Kita arbeiten, klarzumachen, ne? Dass es eben um eine Handelspartnerschaft geht, die auch hier auf Dialog, Transparenz und Respekt baut. Ne? Also auch hier das Gemeinsame, das Miteinander, das gemeinsame Wertschätzende darstellen, ne? Und dann auch eben leben. Ne? Da geht es eben um Gerechtigkeit, um den globalen Blick nach zu öffnen, in die Länder des Südens, eben zu sehen, was passiert, was machen die Kinder eigentlich im globalen Süden, gehen sie in die Schule oder sind sie eben auf den Äckern, müssen unsere Lebensmittel produzieren. Das kann man eben in diese Bildungsarbeit ganz stark hineinfokussieren und auch eben durch das Handeln, dass man eben aus dem tagtäglichen Alltag, Kita-Alltag heraus Produkte auch eben anderweitig beschaffen kann. Jetzt gucke ich mal, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich wollte noch ein kleines Video zum fairen Handel zeigen. Ich befürchte, das kriege ich jetzt in diesem Fall nicht hin. Entschuldigung, jetzt bin ich hier in meiner Präsentation verrutscht. Ja, das geht nicht, aber das macht nichts. Das überspringe ich, weil wir haben... warum geht das nicht? Doch, das geht, das zu überspringen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich ein Video zeigen, wie die Definition des fairen Handels ist, am Beispiel von Brot für die Welt. Brot für die Welt ist ja ein Mittelgeber dieses Projektes, das auch dieses Projekt eben fördert und kofinanziert. Kleines 2-Minuten-Video kann man sich auf YouTube angucken. Entschuldigung, Oliver. Aber wir haben ein Link da reingestellt in die Präsentation. Also wer da interessiert ist, da nochmal das Video sich anzuschauen. Das ist ein schönes kleines, zweiminütiges, eine kleine Darstellung, wie der faire Handel aus Sicht von Brot für die Welt funktioniert. Aber fairer Handel ist, kann ich auch so erklären natürlich. Fairer Handel soll natürlich verhindern, dass eben diese schwankenden Weltmarktpreise dazu führen, dass die Bauern in den Erzeugerländern verarmen, weil der Druck nach unten immer weitergegeben wird, ne? Dass die Erzeuger natürlich auch eine andere Marktmacht gegenüber Händlern und Importeuren beispielsweise aufbauen können. Das ist eben auch eines der wichtigen Argumente für den fairen Handel, ne? Erzeuger haben eben kaum Zugang zu Krediten. Auch das soll der faire Handel verbessern, diese Möglichkeiten. Und eben auch, dass die Menschen vor Ort eben Zugang zu Bildung bekommen, Kinder eben nicht mehr auf dem Feld arbeiten sollen, sondern eben möglichst dann doch in die Schulen gehen können. Ne? Das Gleiche gilt für medizinische Versorgung. Also es spricht sehr viel für den fairen Handel. Und dort, wo man eben Produkte aus fairem Handel beschaffen kann, wünscht sich die faire Kita, dass dann dies auch geschieht und dass dies dann auch tatsächlich im Kita-Alltag geschieht, dass die Kinder eben verstehen, okay, unser
Unsere Bananen, die wir hier in der nachmittäglichen Versorgung haben, sind fair gehandelt und Kinder lernen dann eben, es gibt ein Fairtrade-Siegel oder ein anderes Sozialsiegel, woran wir als Kinder schon frühzeitig erkennen, dieses Produkt ist eben fair gehandelt und hat, entspricht den Kriterien. Das verstehen natürlich die Kinder jetzt so nicht, aber die verstehen, es ist ein soziales Siegel und die Menschen, die das Produkt erzeugt haben, haben eben einen fairen Preis bezahlt bekommen für die Arbeit, die sie geleistet haben. Ne? So, und das ist einfach das, was dieses Projekt auch wichtig, ganz wichtig in der fairen Kita darstellen soll. Ja, warum faire Kita werden? Also wir haben es angehend zum Anfang gesagt, eine faire Kita ist eben ein werteorientiertes Projekt, in dem man natürlich schon Kindern ganz frühzeitig auf eine Welt vorbereiten kann, ne, in der Gerechtigkeit möglich ist. Ne? Also jetzt nicht konjunktiv gesprochen, sondern tatsächlich möglich ist, wenn man eben gewisse Kriterien oder eine gewisse Sensibilisierung betrachtet, auf die man mit der man eben da sehen kann, welche Auswirkungen hat unser Handeln, also mein eigenes Handeln auf Gerechtigkeit. Ne? Also man kann im Prinzip über dieses Bildungsprojekt in der Kita schon sehr viel darüber lernen, was ist Gerechtigkeit. Ne? Eine faire Kita ist natürlich auch ein Orientierungsraum für Eltern, dass Eltern sehen, hier wird so gearbeitet, eben in diesem Kontext der fairen Kita. Orientierung für Erziehende, für Mitarbeitende, für Menschen, die sich vielleicht auch orientieren wollen, wo sie jetzt vielleicht arbeiten möchten in Zukunft, in welchem Bildungskontext möchte eine Erzieherin, ein Erzieher tätig sein. Also eine faire Kita gibt eben diesen Kontext vor und in einer fairen Kita arbeitet man eben nach den Richtlinien der fairen Kita und arbeitet eben auch in diesen in diesem Gestaltungsumfeld. Eine faire Kita ist dann tatsächlich, wenn sie fair ist, nach außen hin als solche sichtbar. Das heißt also, man erkennt es an dem, jetzt ganz banal gesprochen am Ende, an einem Türschild, das vor einer fairen Kita hängt. Das heißt, nach außen sichtbar ist die faire Kita. Das ist jetzt kein Konzept, das irgendwo in der Schublade liegt, sondern das ist ein Konzept, das gelebt wird, das sichtbar gelebt wird, das auch nach außen strahlt und auch tatsächlich Akteure in die Gesellschaft hinein mitnimmt, sei es der Weltladen, sei es der Träger, der dann auch der Kita-Träger, sei es die Region, in der die Kita verankert ist, die kirchlichen Räume, die Sozialräume. Im Prinzip ist eine faire Kita eben sehr stark in die Umwelt mit hinein vernetzt, weil in der Kooperation mit den anderen Nachhaltigkeitsakteuren die Kita eben dieser Erlebnisraum ist. Ne? So, und dann eine faire Kita ist auch tatsächlich ein Raum, in dem sich ja Mitarbeitende miteinander austauschen tatsächlich, ne, über Angebote, die die faire Kita über dieses Zertifizierungsprogramm hinaus anbietet. Das sind beispielsweise Fortbildungen landesweit, also landesweit Hessen-Rheinland-Pfalz, Vernetzungsmöglichkeiten, Fachtage. Wir machen individuelle bedarfsorientierte Beratung, sei es über Elternabende, über pädagogische Tage oder einfach nur mal für die Gruppenarbeit. Ne? Wir bilden Kita-Teams fort im Bereich globales Lernen. Es gibt über die faire Kita Bildungsmaterial, Infomaterialien. Also die faire Kita hat insgesamt aktuell 7 Module, die ausleihbar sind für die Einrichtungen, wenn man eben sagt, ich würde gerne was zum globalen Lernen machen, mir fällt jetzt aber gar nichts ein, wie ich Bildungsarbeit für Kinder gestalten kann zum globalen Lernen, dann gibt es eben gute Handlungsanleitungen, Handlungsideen, über die man dann sprechen kann zum Thema Schokolade, Textilien, Leder, Fußball beispielsweise, Biodiversität, Klima, Mango, Apfel, also Früchte,
Das sind dann Bildungsmaterialien, die ausleihbar sind bei verschiedenen Projektpartnern oder in der Projektstelle. Und die können die Einrichtung dann nutzen für eine bestimmte Zeit und schicken die dann wieder zurück. Und dann kann man im Prinzip mit den Ideen, die in diesen Handlungsanleitungen stehen, Bildungsarbeit erlebbar machen, ne? Ist aber nicht notwendig, um faire Kita zu werden. Das sind nur unterstützende Maßnahmen. Ja, und dann ansonsten gibt es natürlich Unterstützung durch die Auszeichnung in der Einrichtung. Also wir zeichnen regelmäßig Kitas aus. Gerade gestern war wieder eine Auszeichnungsfeier von einer Kita, die eine faire Woche beispielsweise gestaltet hat. Das heißt also, die ganze Woche wurde über das Thema fairer Handel gesprochen in der Kita, ne, und mit den Kindern gearbeitet, in Anführungsstrichen, beziehungsweise intrinsisch erlebt, erlebbar gemacht, wie das mit den Textilien funktioniert, wo die herkommen, der Weg eines T-Shirts rund um den Globus, ne, wie viele Tausende von Kilometern es zurücklegt. Da gibt es dann Kartenmaterial, was ausgelegt wird. Und dann gibt es Handpuppen, die dann diesen Weg wandern. Auch, dass eben Kinder im Alter, im Vorschulalter, muss man dazu sagen, verstehen, um was es hier eigentlich geht. So, und diese Kita hat eine Woche lang beispielsweise rund um das Thema faire Woche gearbeitet und haben dann auch natürlich Produkte vor allen Dingen verwendet, die aus dem fairen Handel kommen, haben mit den Kindern Stoffe gefärbt mit Naturfarben und gesagt, in vielen Ländern wird noch mit Naturfarben gearbeitet und wird gefärbt. Die Kinder dürfen das dann natürlich selber machen, die müssen dann alle mitarbeiten und ja, miterleben, wie sowas tatsächlich ja auch praktisch geht, weil Bildung für nachhaltige Entwicklung fokussiert natürlich auf praktische Mitarbeit, ne? Also sowohl von den Erziehenden wie auch von den Kindern. Und ganz wichtig, es ist auch sehr viel Elternarbeit dabei, dass Eltern das unterstützen, weil auch erst dann, wenn die Eltern verstehen, um was es geht, kann authentisch sowohl in der Kita wie auch zu Hause das Thema globales Lernen, faire Kita gelebt werden, ne? Fairness, Miteinander, Freundschaft. Ja, und am Ende so einer Projektwoche gibt es dann natürlich in dem Zusammenhang vielleicht eine Auszeichnungsfeier. Die Kita wurde dann zum wiederholten Mal ausgezeichnet in diesem Fall, weil mittlerweile diese Bildung für nachhaltige Entwicklung komplett in die DNA der Kita hinein verankert ist, ne? Das heißt also auch die Konzepte, die Bildungskonzepte, das Curriculum, die Konzeption der Einrichtung ist sehr stark auf das Thema fokussiert und hat natürlich seine komplette Arbeit da hinein gedacht, wie eine faire Kita eben erlebbar ist, ne? So, und dadurch, dass das Projekt kostenfrei bzw. gefördert ist, eben vom Engagement global und Brot für die Welt, ist das für die Kitas kostenfrei. Also die Kitas müssen dafür nicht bezahlen, dass sie jetzt hier ausgezeichnet werden, sondern können tatsächlich, müssen das Konzept halt umsetzen, ne? Die Arbeit für die Kitas besteht dann in der Umsetzung und teilweise auch in der Dokumentation, aber sie können das kostenfrei nutzen, das Angebot. Jetzt geht's weiter. Ja, hier mal so ein paar Projektbeispiele, was wir hier mal zusammengestellt haben. Bisschen bilddokumentationsmäßig. Hier oben sieht man beispielsweise Kinder, die einen Ausflug in einen Supermarkt machen und dort eben die fairen Siegel suchen dürfen, ne? Das ist dann schon Bildungsarbeit für die Kleinsten vor Ort. Mit denen geht man dann mal, stellt man sich vor das Schokoladenregal und sucht und fragt sie, ob die jetzt hier irgendwo Schokolade finden, die dieses faire Siegel haben, ne? Beispielsweise. So, und das, damit fängt es schon mal an, dass man eben Sinne schärft, auch beim Einkaufen schaut, wo bekomme ich jetzt die Schokolade aus dem fairen Handel her? Ne? Wie sieht das aus? Gibt es sie überhaupt oder ist sie überhaupt vielleicht gar nicht vorhanden?
Ne, das zum Beispiel. Hier ist ein Beispiel einer Waldkita. Es ist tatsächlich auch möglich, Waldkitas als faire Kita auszuzeichnen. Auch das ist schon passiert, oder auch Naturkitas, dass die Bildungsarbeit dann im Wald stattfindet, also in naturnahen Räumen. Auch das durchaus möglich, weil auch hier die Kinder lernen, wo kommen die Textilien her. Und ja, also ich sag mal, natürlich sind alle Bildungsmodule auch in einer Waldkita möglich. Diese Waldkita hier, die wir hier zeigen, das ist eine Kita in Gießen, Schiffenberg. Die hat sogar ein ganz starkes Projekt, eine ganz starke Projektorientierung nach Namibia aufgebaut, mit in Kooperation mit der Stadt Gießen, die zwar Portmund als Partnerstadt hat und dort eben gelebter Austausch mit dem globalen Süden auf Augenhöhe. Ne? Da gibt es dann Projektpartnerschaften, da gibt es dann natürlich gegenseitige Besuche. Und das ist auch tatsächlich dadurch, dass diese Waldkita eine städtische Kita ist, sehr stark hinein verankert in das kommunale Leben. Also von daher finde ich das immer ein sehr schönes Beispiel, auch zu zeigen, man kann kommunale Trägerschaft verknüpfen in einen Kita-Alltag, in den Kontext des gemeinsamen Austausches. Man kann so eigentlich sehr gut davon leben und das miteinander ausgestalten. Da gibt es vielfältigste Möglichkeiten. Hier sind auch Beispiele für einen Informationsvormittag zum Thema Snacks, faire Snacks herstellen in der Kita. Da haben wir mal einen Workshop gemacht für Hauswirtschaftskräfte, die eingeladen wurden und die dann eben faire Snacks hergestellt haben für Kinder in den Einrichtungen. Also auch hier Bildung dann eben der Multiplikatoren und dann eben zu zeigen, welche Möglichkeiten gibt es und auch hier mit den Multiplikatoren zusammen auszuloten, was ist denn überhaupt faire, was ist die faire Wertschöpfungskette im Handel? Ne? Auch da gibt es sehr viel Anknüpfungspunkte, weil da auch noch ein großer Bedarf an Informationen ist. Ne? Das ist also längst nicht selbstverständlich, dass jeder weiß, was fairer Handel ist. Also wir arbeiten da teilweise wirklich an der Basis und klären erstmal auf, welche Siegel gibt es überhaupt und was können die Siegel und wieso ist es wichtig, darauf zu achten. Hier haben wir da oben ein Bild mit dem Modul des T-Shirts. Ich hatte es vorhin mal schon mal kurz angesprochen. Ne? Ein T-Shirt geht um die Reise, reist um die Welt. Da gibt es dann eben hier dieses Püppchen aus einem alten T-Shirt genäht. Und das ist dann diese Handpuppe, die dann eben den Kindern erklärt, auf spielerische Art und Weise, wo es schon überall gewesen ist, bis es dann für 5 € in einem Supermarkt landet. Und wenn es überhaupt mal angezogen wurde, vielleicht irgendwo doch auf der Müllkippe endet. Ne? 600.000 Tonnen Textilien werden ja jedes Jahr ungenutzt, noch nicht mal angezogen, in Deutschland allein landfillmäßig entsorgt. Also das sind auch Zahlen, die sind wirklich erschreckend. Und ich denke mal, da kann man Bildung nicht früh genug schon ansetzen und zu sagen, hier kann man schon mal gleich Aufklärungsarbeit leisten. Die Faire Kita unterstützt natürlich auch Projekte, die dann zum Beispiel Kleidertauschaktionen machen in den Einrichtungen, ne? Also Spielzeug oder auch Kleidertausch und solche Ideen, die dann auch sehr stark von den Menschen vor Ort, die vor Ort arbeiten, verankert werden. Also das sind ja auch alles nur, was wir jetzt hier zeigen, Beispiele, ne? Weil das ist auch sehr viel, kann man da sehr kreativ selbst ausgestalten. Hier sind hier unten Bilder von natürlich Auszeichnungsveranstaltungen. Man sieht ganz oft auch sehr viel unterschiedliche Stakeholder, sogenannte, ne, Stakeholder. Da sind oft in den fairen Kitas die Bürgermeister unterwegs oder die Dezernenten, die entsprechenden Dezernate und natürlich die Weltläden, die da eine Rolle spielen, die da nicht nur Produkte mitliefern, sondern auch teilweise die Bildungsarbeit vor Ort machen, Schulen, die da mit reinspielen und so weiter. Also ein sehr schönes, breit gefächertes Austauschprojekt für Menschen vor Ort. Ne? Hier ist ein Fachtag gewesen mit Auszeichnungsfeier einer Kita, die dann beispielsweise, wo wir dann beispielsweise Fachtage gestalten, die dann
regional alle Kitas einladen, die dann Schließtage haben, die dann eben schauen, was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Workshops, mit Workshop-Angeboten und Impulsreferaten. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Faire Kita Online. Da gibt es eben ganz viele Angebote auch, die digital umgesetzt werden, weil auch wie wir hier heute natürlich erstmal aufklären müssen, um was geht es denn überhaupt und dann vielleicht eine praktische Arbeit hinter und das Vorsetzen vor die praktische Arbeit, die dann im Anschluss folgt. Ne? Das ist jetzt hier zum Beispiel so ein Bildungsmodul, ganz frisch und neu. Eli Elefant erklärt, wo er herkommt und warum seine warum die Biodiversität gefährdet ist. So, das ist hier alles sehr erlebnisreich für Kinder aufbereitet. Und auch in diesem Handbuch, das mitgeliefert wird, mit Schautafeln dargestellt, ne? Also Bildungsmaterial, was man sich tatsächlich dann auch ausleihen kann. So, dann, wie wird man denn überhaupt faire Kita? Da gibt es natürlich auch einen Prozess, der dahinter liegt, sehr transparent, der funktioniert eigentlich für alle immer gleich. Das erste Kriterium ist, in der Einrichtung muss ein faires Team gebildet werden, aus ja, Mitarbeitenden, das müssen natürlich nicht alle sein. Es reicht, wenn eins, zwei Mitarbeitende sagen, ja, das wollen wir übernehmen. Wir wollen uns hier drum kümmern. Schön wäre es, den Träger und Eltern und die Leitung natürlich mit an Bord zu haben. Wir reden hier von einem Team. Das heißt, es kann nicht auf einer Schulter allein liegen. Und da ist es auch nochmal wichtig. Wir hatten es ja vorhin auch in anderen Referaten schon. Es geht immer da um das Gemeinsame, dass man gemeinsam Teams schafft, die diesen Gedanken pflegen und diesen Gedanken weitertragen wollen. Ne? Und mit diesem Team wird ein Beschluss gefasst, der dann die Umsetzung der fairen Kita beschließt. Dieser Beschluss ist tatsächlich was Verschriftlichtes mit Unterschriften der, die am Team mitarbeiten wollen. Dann geht es natürlich auch darum zu sagen, welche Produkte sind denn nun fair gehandelt aus unserer Kita? Haben wir die denn schon oder nehmen wir die jetzt mit auf? Dann überlegt man eben gemeinsam, welche Produkte können das sein? Natürlich kann nicht jedes Produkt aus dem fairen Handel sein, nicht nur, dass es sowieso nicht geht, aber auch es ist nicht notwendig. An der Stelle ist die Schwelle relativ niedrig, muss man dazu sagen, ne? Weil es werden nur zwei Produkte nachweislich gefordert, die aus dem fairen Handel kommen sollen. Ne? Allein zu sagen, die Schwelle ist niedrig, um den Einstieg für Kitas zu erleichtern, ist das eine. Das andere ist, Kitas, die fair ausgezeichnet sind, switchen automatisch auf fair gehandelte Produkte um. Und jedes Produkt, was aus dem fairen Handel kommen kann, kommt üblicherweise dann auch aus dem fairen Handel. Das heißt, zunächst gibt es einen niederschwelligen Einstieg, aber dann entwickelt man daraus eine Analogie, die eigentlich der Einrichtung entspricht, weil man das dann so verankert hat, dass man eigentlich auch gar nicht mehr andere Produkte dann kaufen möchte, die eben ja aus dem nicht fairen Handel kommen. Dann geht es tatsächlich weiterhin um die Bildungsarbeit. Welche Bildungsarbeit wurde tatsächlich umgesetzt in der Einrichtung? Haben wir was haben wir gemacht in der Einrichtung, um das Zertifikat zu erhalten? Da müssen dann eben uns eine Dokumentation erarbeitet werden. Klingt jetzt komplex, ist es aber nicht. Im Prinzip wird dann die Arbeit in der Form dokumentiert, als dass man ein paar Fotos macht, auf denen die Kinder nicht erkennbar sein müssen, können sie aber, weil das ist nur für eine interne Dokumentation hier in Unterlagen des Projektes. Aber beschrieben werden muss, welches Projekt umgesetzt wurde, ne? Ob auch mal ein Weltladen besucht wurde, ob die Siegel beispielsweise mal erklärt wurden, ob die Reise eines T-Shirts gemacht wurde. Also es geht um eine Dokumentation in der Bildungsarbeit, wenn das erkennbar ist, dass da tatsächlich Bildungsarbeit des globalen Lernens stattgefunden hat, dann ist das ein Kriterium, das natürlich dazu führt, dass man ausgezeichnet wird. Und das ist natürlich das wesentliche Kriterium. Also die Bildungsarbeit ist nun mal der Kern und das Herz der fairen Kita. Aber es schließt auch noch die Öffentlichkeitsarbeit an und das ist auch wichtig. Eine faire Kita soll auch darüber sprechen, dass sie faire Kita ist, beziehungsweise dass sie sich auf dem Weg macht, faire Kita zu sein.
oder dass sie zumindest auf dem Sommerfest oder auf irgendeiner Veranstaltung, die auch Kitas im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit machen, dass erkennbar ist, ja, das ist der Weg, den diese Kita geht, gegangen ist oder gehen möchte. Also das ist, sind eben so diese Kriterien, die dazu führen, dass sich das Gremium der Auszeichnungsrunde dafür entschließt, diese Kita auszuzeichnen. Und am Ende steht eben eine Urkunde. Diese Urkunde wird im Vorfeld der Kita überreicht, die faire Kita geworden ist. Und es folgt meistens noch ein Türschild. Und dieses Türschild wird dann oft übergeben, wenn die, wenn die Auszeichnungsfeier stattfindet. Genau. Ja, das ist jetzt viel Reden. Hier ist nochmal das. Das kann ich jetzt aber auch weglassen. Ich höre jetzt auf zu teilen, weil mehr gibt diese Präsentation nicht her. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch. Jetzt gucke ich, wie ich die Präsentation beende. Und frage einfach mal. Alles gut. Alles verstanden? Jawohl. Genau. Besten Dank, Katrin, für den super spannenden Vortrag. Ich ermutige nochmal alle Zuhörenden. Wir haben hier die Expertin für BNE in der Kita sitzen. Stellt eure Fragen. Wir haben eine einzige Frage erst in dem Frage- und Antwort-Tool, die wir gleich natürlich vorlesen. Nutzt diese Chance, fragt alles, was ihr wollt und teilt gerne auch Erfahrungen, wenn wir hier Erzieherinnen, Erzieher aus Kitas sitzen haben, die schon irgendwie aktiv sind oder es werden wollen im Bereich BNE. Sprecht darüber und erfahrt Neues. Genau. Der Thomas möchte wissen, Katrin, ich lese dir die Frage einfach vor. Kann man bei so kleinen Kindern, die kamen jetzt gerade noch rein, wir machen erstmal die erste. Ist das Thema der fairen Kita auf Fairtrade beschränkt? Könnte der Themenbereich nicht auch erweitert werden? Man kann ja auch über Fairtrade hinaus fair für andere, fair für Entwicklungsländer handeln. Also die zentrale Frage, ist das Thema auf Fairtrade beschränkt oder lässt sich das erweitern? Fair Trade ist ja nur eine Säule des Projektes. Also tatsächlich geht es bei dem Fair Trade-Gedanken ja nur um den Handel. Aber globales Lernen ist die andere Säule und natürlich lässt sich das erweitern. Ja, also das globale Lernen ist natürlich die Säule schlechthin. Ne? Das eine ist der Handel, aber das andere ist die Fair Trade-Arbeit, nicht die Fair Trade-Arbeit. Fair Trade heißt ja übersetzt fairer Handel. Sondern da geht es dann tatsächlich um das, was in der Bildungsarbeit geleistet wird. Und da ist der Kreativität freien Raum gelassen. Da kann natürlich jede Einrichtung eigene Ideen dazu entwickeln, wie sie das umsetzen möchte. Aber wichtig ist natürlich diese globale Perspektive und die wird auch ganz genau angeschaut. Ja, was ist hier passiert? BNE ist ja sehr global, ne? So, und das wir arbeiten uns natürlich im Prinzip mit den Bildungsmodulen eher an diesen Säulen aus den SDGs, die sich dann anlehnen an faire, gerecht, also an dieser weniger Ungleichheit. Ne? Also ich sage jetzt mal SDG 10, SDG 1, SDG 2. Also wir haben natürlich den Fokus ein bisschen mehr auf gewisse SDGs gelegt. Hier geht es natürlich über die BNE hinaus, aber ganz fokussiert in diese sozial gerechten SDGs hinein. Ja. Also ein sehr breiter Ansatz, ne? Kann man sehr sagen. Sehr breit, ja. Bevor wir auf die zweite Frage eingehen, wieder von Thomas, will ich ja nochmal ermutigen, ihr könnt euch auch zu Wort melden, geht unten auf dieses ausgestreckte Handsymbol, dann nehmen wir euch dran, ihr könnt eure Kamera einschalten, ihr könnt sprechen und dann wirklich mit der Katrin auch direkt reden. Sofern es in Ordnung ist, wie am Anfang gesagt, dass ihr in dem Recording auf YouTube dann auch zu sehen seid. Thomas fragt weiterhin, ob man bei so kleinen Kindern wie in der Kita tatsächlich schon von Kompetenzerwerb sprechen kann. Und weiter, wie viel kommt bei den kleinen Kindern wirklich an? Fragezeichen. Welche Rolle spielen Spiele oder vielleicht Rollenspiele bei der Vermittlung? Welche Methoden sind kindgerecht für diese Altersstufe? Die faire Kita ist ein Projekt, das sich tatsächlich in erster Linie an die Kinder im Vorschulalter wendet, ja, weil die Frage ist immer sehr berechtigt, mit welchen Kindern können wir da arbeiten? Kinder, die 3 Jahre alt sind, muss man natürlich anders erreichen. Ne? Da geht es ums Spielerische, um das Gemeinsame, um Gerechtigkeit, weil Kinder schon sehr früh
auch in der frühkindlichen Bildung schon sehr, ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden haben. So, und da kann man natürlich anknüpfen und spielerisch erstmal die Themen verankern, ne? Also da kann man natürlich noch nicht die Reise eines T-Shirts machen und darüber sprechen, wie ungerecht es ist, dass die Kakaobauern nur, ich sag mal, einen Bruchteil des Preises für ihre Arbeit bekommen. Das versteht natürlich ein dreijähriges Kind noch nicht. In die Vorschule hinein kann man da schon sehr viel mehr machen, weil man glaubt gar nicht, wie schnell diese Entwicklungssprünge zwischen 3 und 5 beziehungsweise 6 Jahre alt sind. Aber die Bildungsmodule sind tatsächlich so entwickelt, dass die Erziehenden es erstmal verstehen müssen, um was geht's und wie können wir das als Bildungsmodul dann umsetzen. Und da haben wir dann tatsächlich die Kinder im Vorschulalter im Fokus. Ne? Das, so kann man das sagen, ja. Weitere Frage, die jetzt in verschiedenen Unterhaltungen heute schon angesprochen wurde. Wie ist denn die Erfahrung mit verschiedenen Widerständen hier bezogen auf Widerstand aus Kollegium, von der Leitung, von Eltern und auch bezogen auf die konkrete Vorbildfunktion, die Erziehende, Erzieherinnen, Erzieher im Alltag ausüben sollen? Ja, auch hier ganz wichtig, das Miteinander, ne, Partnerschaften zu erreichen der Ziele. Ne, ich sage nur, Ziel Nummer 17 ist sowieso immer eines der großen Ziele, die wir in der BNE natürlich immer sehr stark im Fokus haben müssen. Also alleine geht hier gar nichts. Hier geht es darum, miteinander diese Projekte zu leben und umzusetzen. Das heißt, man muss versuchen, man zu überzeugen. Ne? Also man kann das nicht alleine machen. Widerstände, die wir kennen, die dann auch konkret benannt werden, sind beispielsweise, ja, das kostet aber was. Ne? Also ein konventionell erzeugter Kaffee ist nun mal etwas günstiger als der Kaffee aus dem fairen Handel. Und da muss man natürlich schauen, diese Widerstände zu widerlegen. Und das kann die faire Kita, ne, wenn ich in diesem Beispiel bleiben will, wir sagen dann, der Kaffee muss teurer sein, weil die Bauern müssen natürlich davon leben können und wir müssen und dann unsere Konsumverhalten verändern. Ne? Und darum geht es am Ende. Ne? Wie viel Kaffee müssen wir denn überhaupt trinken pro Tag, dass wir sagen, wir trinken hier Kaffee wie Wasser, von daher muss der Kaffee möglichst günstig sein und den kippen wir so weg. Oder sagen wir, wir verzichten vielleicht auf jede zweite Tasse Kaffee, kaufen dafür den Kaffee aus dem fairen Handel und trinken zwischendurch auch mal ein Glas Wasser. Ja, so, das sind so Dinge, die muss man versuchen zu verstehen und die muss man wahrscheinlich auch versuchen, im täglichen Kontext miteinander erlebbar zu machen. Ne? Also ich sag mal, die Widerstände, die da in den Einrichtungen da sind da, das ist so, ja, die gibt es natürlich, sonst gibt es nicht in Hessen und Rheinland-Pfalz in aktuell nur 50 ausgezeichnete Kitas, ja, klar. Wir haben also natürlich weitaus mehr Einrichtungen, als wir faire, ich sag mal, als wir hier diese Prozesse verankern könnten, aber diese Widerstände sind natürlich auch dadurch gegeben, dass viele Einrichtungen sich komplett überfordert fühlen. Ne? Wir haben Personalmangel, das ist ja in diesen erzieherischen Berufen nun mal Tagesordnung. Ne? Es gibt einfach zu wenig Fachkräfte. Wir haben in den Einrichtungen damit zu kämpfen, dass die Anerkennung fehlt, dass die Überforderung da ist ganz oft, ne? Dass auch vielleicht überhaupt nicht verstanden wird, um was es hier geht, dass man sich damit nicht auseinandersetzen möchte. Und die faire Kita macht natürlich jetzt nicht den Überstülper und sagt, so, ihr werdet es jetzt mal. Das funktioniert nicht. Also wir erleben ja auch, wenn die Träger kommen und das gerne möchten, dass ihre Einrichtungen fair zertifiziert werden als Kita, dass das nicht geht, weil die Kitas das nicht leben. Ne? Die sagen, das können wir nicht, dann wissen wir gar nicht, wie das geht. Da kann nicht der Träger herkommen und sagen so, ihr macht das jetzt. Das muss eigentlich aus der Kita heraus entstehen, ob das über die Eltern läuft oder in Kooperation mit der Bildungs-, mit der Leitung oder auch nur als Impulsgebende eine Erzieherin, die sagt, ach, das habe ich gehört, das finde ich total gut, das würde ich gerne haben, lass uns doch mal einen Elternabend oder einen Fachtag dazu machen, beziehungsweise einen Informationsnachmittag. Und dann kann man diese Themen aufarbeiten, ne? Und vor allen Dingen auch an diesen Widerständen mal nachschauen. Wo kommen die her? Was ist da? Wie können wir die vielleicht überwinden, wenn wir das so wollen? Ja. Wo kamen denn die Impulse her in den Einrichtungen, die du begleitet hast in den vergangenen Jahren? Vielleicht kannst du ein paar Beispiele nochmal nennen. Genau, sehr gerne. Also tatsächlich
Also auch oft ist es so, dass kommunale Träger auf uns zukommen, ne? Kommunen, die sagen, wir sind Fairtrade-Kommune und jetzt müssen aber unsere Einrichtungen Fair-Kita werden. Weil wenn wir jetzt hier schon so eine tolle Fairtrade-Kommune sind, dann wollen wir, dass das auch die Kitas sind. Ne? Funktioniert nicht. So, das heißt, wenn die Leitungen oder die Kitas selber nicht erkennen, dass es für sie vielleicht ein sinnvolles Projekt ist, brauchen wir da gar nicht weiterreden. Das funktioniert nicht. So, wo kommen die Impulse her? Die Impulse kommen teilweise dann aber auch ganz oft aus den Erziehenden selbst, ne? Die gesagt haben, auch das habe ich gehört. Oder hier gibt es eine Kita vor Ort, die macht das, die lebt das, das ist toll, wollen wir das nicht auch machen? Ich hätte ja gerne mein Kind da untergebracht, aber natürlich sind die voll, ne, da kommt man nicht rein. Also das, beziehungsweise Eltern, ja, das von außen hin, von außen dieses Projekt bekannt ist oder auch so schon erfahren wurde. Und diese Impulse werden dann in die Einrichtung hineingetragen. So, und wir sind natürlich in den Kitas in der glücklichen Lage, dass man eben auch so von dem in der Bildungsarbeit viel freier umsetzen kann als in den Schulen. Ne? Also das ist einfach der Vorteil, dass man gucken kann, wie setzt man hier seine Impulse. Ja. Du hast jetzt mehrfach die Wichtigkeit von guter, intensiver, offener Elternarbeit angesprochen. Was sind denn deine Erfahrungen? Wie ist so die Resonanz von Eltern auf jegliche Aktivitäten von Kitas im Bereich BNE? Es muss jetzt gar nicht die faire Kita-Zertifizierung sein. Eigentlich überwiegend durchweg positiv. Ne? Weil tatsächlich es auch so ist, dass viele Eltern sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, ne? Weil sie kommen ja eigentlich oft aus einem anderen Kontext, haben diese, naja, ich sag mal, kennen eigentlich nicht unbedingt die Themen rund ums globale Lernen sowieso nicht. Ja? Von daher sind sie erstmal offen und positiv überrascht und auch bereit mitzuwirken, wenn sie hören, um was es geht. Ne? Also man muss aber die Eltern mitnehmen. Man kann nicht auch an den Eltern vorbei das Thema umsetzen. Auch hier wichtig, wieder die Mitnahme, das Partnerschaftliche, das Miteinander. Ne? Dass man sagt, liebe Eltern, wir haben die Idee, wie seht ihr das? Lasst uns das mal gemeinsam diskutieren. Hättet ihr Interesse daran mitzuwirken? Würdet ihr in unseren Ausschuss kommen? Wollen wir das mal gemeinsam gestalten? Also, dass man eben von Anfang an beginnt, das Thema zu beschreiben und dann auch gleich die Eltern in die Arbeit hinein nimmt. Ne? Dann kann man auch für die Einrichtungen sagen, die Einrichtungen sind jetzt nicht alleine mit dem Thema. Ne? Die Einrichtungen, dann kann auch dieses Argument entkräftet werden, zu sagen, ich schaffe das gar nicht hier in unserer Einrichtung, weil wir sind überfordert mit der Arbeit, die wir hier sowieso haben, das schaffen wir nicht. Kann man dann sagen, gut, wir haben aber unsere Elternarbeit und die würden wir da gerne involvieren. Und dann können auch die Eltern mal an dem Projekt mitwirken. Dann backen die vielleicht auch mal einen Kuchen mit fair zertifizierter Schokolade. Braunem einem Zucker aus fair gerechtem Anbau. Ne? Also das kann man machen, da dürfen auch die Eltern mal kreativ werden und sich Ideen ausdenken und manche sind ja auch sehr froh darum, dass sie das machen dürfen. Ne? Also dann, sag ich mal, auch in der Einrichtung mitwirken dürfen. Was ist denn, sofern man das sagen kann, die Haupthürde jetzt, was einige angesprochen, sowohl Kosten als auch Personal als auch Zeit, auf dem Weg von, wir machen gar nichts im Bereich BNE, bis idealerweise irgendwann sind wir faire Kita. Auch hier gerne basierend auf deinen Erfahrungen aus den letzten Jahren. Was ist hier so begegnet? Die Haupthürden sind tatsächlich erstmal unbekannt. Das Projekt ist nicht bekannt. Also man weiß gar nicht, dass es das gibt. Das ist schon mal natürlich eine Hürde. Die nächste Hürde ist, brauchen wir nicht. Ne? Also wofür sollen wir jetzt noch ein Zertifikat uns hier reinholen? Wir sind doch schon, wir haben doch schon QM. Ne? Das kommt ganz oft. Wir machen doch schon QM. Qualitätsmanagement. Wieso sollen wir jetzt noch mehr Dokumentation machen? Für wen ist das gut? Für was brauchen wir es? Also die Notwendigkeit zu erkennen, warum diese Themen der Zukunft so wichtig sind. Das ist, denke ich, eine Hürde, an der auch die Gesellschaft mitarbeiten muss. Ne? Das
muss eigentlich auch in der Gesellschaft klar sein, dass wir vielleicht zukünftig Menschen haben wollen, die irgendwie verstehen, was Gerechtigkeit ist. Ne? Dass wir jetzt hier versuchen, diesen sozialen Gedanken in die Bildungsarbeit mit einzubinden. Das ist vielleicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ne? Wir können hier im Projekt das Ganze natürlich nur begleiten und unterstützen, aber wir können das natürlich nicht alles allein machen. Das ist schon klar. Ja, eine Frage haben wir noch bekommen über den Chat. Und zwar, gibt es denn gute Beziehungen von fairen Kitas mit den Grundschulen, um das Gedankengut dort idealerweise fortzusetzen? Das ist eine sehr schöne Frage. Das ist auch eine Frage, die wir uns sehr gerne, die wir gerne beantworten wollen, aber die tatsächlich, ja, dieses Schnittpunkt, ja, Übergang Kita-Schule, der bleibt immer so ein bisschen vage und wabbelig. Ne? Da ist eigentlich, gibt es auch strukturell nichts, wo man sagen kann, das ist hier hinein verankert und das führt weiterhin dazu, dass. Nein, man kann nur sagen, in der fairen Kita ist eine Bildungsarbeit vielleicht hat stattgefunden und ein Fundament wurde gelegt und die Grundschule kann das idealerweise aufnehmen und mittragen. Aber dafür muss natürlich eine ganze Menge passieren. Ne? Das ist eine räumliche Verankerung, eine inhaltliche Vernetzung. Also da gibt's, ja, das leistet die faire Kita so in der Form leider noch nicht, dass wir hier diese Struktur hin zur Grundschule schaffen. Ne? Wir arbeiten in der Vorschule, das ist schon mal, denke ich mal, ein guter Weg dorthin, aber es ist strukturell noch nicht verankert. Also Ansatzpunkte für die nächsten Jahre sind gegeben. Noch zu genau, tun. Kann man gerne mal selbst kreativ werden und sich Ideen dazu ausdenken. Vielleicht ein Thema für KISS 4.0 nächstes Jahr. Genau. Wie kann man den Aufbau miteinander verknüpfen? Ne? Ja. Wie baut man. Ja, super relevant. Ja. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, und das scheint der Fall zu sein, ansonsten bitte weiterhin gerne melden oder in den Chat reinschreiben. Meine Abschlussfrage, Katrin, du hast gesagt, 50 zertifizierte Einrichtungen in Hessen und Rheinland-Pfalz. Wie schaffen wir es denn, dass wir diese Zahl möglichst zeitnah deutlich steigern? Ja, das die Preisfrage, geht, ne? Die Preisfrage, das geht natürlich auch nur wieder mal gemeinsam. Dafür braucht es natürlich sehr viel Kraft und Anstrengung. Da müssen einfach viele Leute wieder an diesem Strang ziehen und sagen, das finden wir wichtig und da wollen wir uns engagieren und da machen wir mit. Also wir haben jetzt einen Fachtag. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für die Fachtage. Ende April in Dreieich oder Dietzenbach, Entschuldigung, Hessen. Da ist der Landkreis schult dort über Schließtage seine ganzen Einrichtungen. Die kommen alle, werden alle eingeladen, an diesem Fachtag teilzunehmen. Mal gucken, ob da schon ein paar Funken überspringen. Das sind dann, ich sag mal, etwa 300 Menschen, die an so einem Fachtag teilnehmen. Wir werden den Fachtag in Trier machen. Da rechnen wir mit genauso vielen Teilnehmenden. Ne? Also auch hier. Vielleicht regional noch mal so rüber nach Rheinland-Pfalz. Es wird einen Fachtag in Limburg-Waldburg geben. Es wird in Koblenz einen Fachtag geben. Das sind jetzt nur die Fachtage dieses Jahr. Wir verankern uns hinein in die Ausbildungsstellen. Ne? Also wir gehen an die Schulen, wo Erziehende ausgebildet werden und machen dort Fortbildungen. Das machen wir jetzt dieses Jahr in Witzenhausen und in Oberursel. Und ich sag mal, wenn wir dort Menschen finden, die überzeugt sind, dann leben die auch den Gedanken der fairen Kita und sind vielleicht auch bereit, das umzusetzen. Also wir können nur Daumen drücken und hoffen. Genau, es gibt Fortbildungen. Ich habe jetzt gerade gesehen, hier die VHS. In der Erwachsenenbildung machen wir natürlich Multiplikatoren-Schulungen und auch das wird dazu beitragen, dass wir vielleicht die faire Kita weiter ausrollen können. Da helfen wir alle mit beim Daumendrücken, dass das gelingt. Und haben doch noch eine Frage bekommen, die du, wenn du es schaffst, in einer Minute schnell beantworten kannst. Nämlich, liegt der Fokus neben der fairen Beschaffung hauptsächlich auf regelmäßigen Projekten oder wird Nachhaltigkeit auch im Kita-Alter, also Essen, freies Spiel, fokussiert? Und gibt es da spezielles Material für Fachkräfte zur Umsetzung? Ja. Beides ja. Der Fokus liegt auf der Bildungsarbeit, ganz schnell beantwortet, ja. Und es gibt dazu Material. Alleine in unserer Projektstelle haben wir 7 oder 8 Bildungsmaterialien, die man sich ausleihen kann, wenn man keine eigenen Ideen hat oder wenn man sagt, ich will mir einfach mal anschauen, wie macht das die Projektstelle, kann man hier anfragen bei uns und kommt die und kann die dort umsetzen. Ja.
War das schnell genug? Das war genau in einer Minute. Perfekt. Gut. Dann, Katrin, lieben Dank für die super spannenden Einblicke. Lieben Dank auch an alle Zuhörenden. Ich möchte darauf hinweisen, dass es jetzt in Slot 3, also nicht in diesem Meeting, sondern in einem weiteren Meetingraum, noch einen gemeinsamen Abschluss mit, wurde mir gerade zugetragen, Online-Selfie, was wir jetzt irgendwie machen, geben wird. Deswegen die Empfehlung, wechselt alle nochmal darüber. Die Links habt ihr entweder per E-Mail bekommen oder findet ihr auf der Webseite. Wir können auch nochmal, Thomas, den Link in den Chat hier stellen, dann könnt ihr direkt rüber wechseln. Und da geht's dann in 5 Minuten. Wir blenden auch nochmal die passende Folie ein. In 5 Minuten weiter mit einer kleinen Verabschiedung. Herzlichen Dank, alles Gute und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder mit weiteren spannenden Themen. Danke, Katrin. Danke, Oliver, für die Moderation und die Infos. Ihr müsst noch den Link hier reinstellen. Ja, ich bin gerade raus. Dankeschön. Da ist der Link. Thomas war schneller. Danke, wir sehen uns im anderen Meeting.